It is natural to die. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Assassin's Creed Bruderschaft. Hey Bruder, die Bruderschaft. Ja, okay. Nicht wundern, ich bin nur kurz von dem Gebäude da vorne hier hingegangen. Ich habe vergessen, auf Start zu drücken. Oder irgendwie hat es nicht geklappt. So, deswegen nochmal hallo und ich habe dann hier kurz ein Attentätchen angenommen, glaube ich. Ja. Oder habe ich nicht? Das nervt, ey. Nee, auf jeden Fall, ja. Da muss das die zwei eliminieren. Aber jetzt sagen wir, gucken mal, ob wir diesen Turm hier bekommen. Dann hauen wir den jetzt noch um hier. Schwierigkeit 3. Oh, das könnte schwierig werden. Egal, wir probieren es. Jetzt müssen wir den erstmal suchen. Irgendwo müsste der herumlümmeln. Können wir direkt ins Geschehen rein? Ich weiß nicht. Wir probieren's. Können wir den jetzt eigentlich direkt? Stehen geblieben! Komm runter hier! Wo ist er? Falsche Seite, mein Freund! Da! Zack! Hol mal das Messer raus! Oh! Zack. So, den kriegen wir jetzt auch noch. Oh. Okay, er ist tot. Irgendwas habe ich jetzt gerade verpasst, aber naja, ist egal. Ich wusste nicht mehr, wie man blockt. Ich habe es voll vergessen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man blockt. Das kann so gar nicht sein. Egal, es sind noch einige, die ich umbringen muss, deswegen müssen wir mal üben hier. Wo habe ich euch schon mal gesehen? Ah, okay. So, jetzt sind wir wieder drinnen, würde ich sagen. Wir metzen jetzt hier erstmal alle ab. Da ist der. Packt ihn. Okay, den Turm müssen wir jetzt abfackeln. Das heißt, den müssen wir noch umnatzen. Den hab ich. Was? Ich könnte uns. Merda! Schnapp! Ja, komm hoch, mein Freund. So, der ist auch tot. So, jetzt müssen wir hier irgendwie hier hochkommen. Zum Glück ist der nicht abgehauen, weil das wäre wieder scheiße gewesen. Da hoch vielleicht? Oder da entlang? Okay. Ich hasse es, die Türme hochzugehen, aber naja, soll's. Was soll's? Okay, dann würde ich sagen, anzünden. Sehr gut. So, dann können wir jetzt hier Dinge abreißen. Aber wobei, hier ist noch ein... Den bestechen wir kurz. Und Schrecken, die dieser teuflische Mann verbreitet. So, bestochen. Perfekt. Gut, dann was haben wir denn da noch zum Kaufen? Das Königreich Montenegro wurde von den Türken erobert. Komm, nimm mal mit. Ich glaube aber, dass... Pferdmäßig wird schwierig vom Geld her, glaube ich. Ich schau gerade mal, ob wir den Stall noch kaufen können. Oh, ihr redet mir alle gerade viel zu viel rein, ey.
Wo ist er denn? Da. Okay, das nehmen wir auch gerade mit. Jetzt haben wir gar kein Geld. Okay, nice. Okidoki, dann würde ich jetzt mal sagen... Ich muss kurz was schauen. Wie viel haben wir denn jetzt hier schon? Den haben wir... Oh, wir haben schon ziemlich viel gemacht, ne? Sind ja gar nicht mehr so viele. 6 Stück noch. Okay. Das wäre der nächste. Der ist Schwierigkeit 2. Schwierigkeit 3. Okay, die würde ich sagen, die lassen wir erstmal. Also der wäre der nächste, den wir noch machen könnten. Momentchen, jetzt muss ich mal schauen. Den können wir da auch gerade machen, wenn wir eh schon in der Nähe sind. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Wie war das mit dem hier nochmal? Den könnten wir auch noch machen. Wirtschaft ist das okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal da hinten hin. Und müssen auch wieder jemanden töten. Ich hab doch ein Pferd. Wo ist das Pferd nochmal? Wo ruft man das Pferd? Naja, wir sind jetzt eh gleich dort. Hoffe ich mal. Sag mal, wie weit ist denn das noch? Okay, der ist gleich hier. Da oben rennt er rum. Ich sage, wenn wir jetzt Glück haben, wirklich Glück haben. Haben wir den. Zack. Ja, komm, mach doch. Der andere haut ab. Mir auch recht. Bisschen Kohle einsammeln. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Rüstung noch. Das wäre echt mal nicht schlecht. Dann reißen wir den Scheiß jetzt hier mal weg. Und sehr gut. Okay, jetzt gehen wir mal... Ist hier direkt ein Borcherturm? Komm, probieren wir den nochmal. Schau ich mal. Ah, wir können eh gerade gar keinen anheuern. Schade, die haben uns vorhin sehr gut geholfen. Wo ist er denn? Der ist direkt da vorne dran. Ist ein bisschen blöd. So, der ist schon mal am Ende. Hat sie den Verstand verloren? Nö, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier ist gerade keiner. Oh, da ist noch einer. Zum Glück hört das auch gar keiner. Das ist ja auch gar nicht laut. Nein, die wollte ich nicht. Ich will den hier. Okay, der ist schon mal erledigt. Hat anscheinend keiner mitbekommen. Gut für uns. Oh.
Nice. Genau so will ich's haben. So macht Spaß. Oh oh. Alter, verpiss dich ab. Oh toll. Es kann ja doch nicht immer alles so reibungslos laufen, wie ich das möchte. Aber egal. Die haben wir schnell umgelegt. Jetzt muss ich wieder hier hoch irgendwie. Ich glaube, wieder einmal ringsrum. Wir kennen es ja nicht anders. Da kann man hin, dann da. Zum Glück ist das bei den neuen Teilen wieder weg, ne? Aber das System haben sie, glaube ich, bis Syndicate durchgezogen. Ab Syndicate gibt es zwar auch noch die Türme, weil die Türme gibt es ja immer, aber in Syndicate gibt es ja wenigstens diesen komischen Seilzug, den man hochziehen kann. So. So. Perfekt, da waren es nur noch 5. Nice, bin ich froh, wenn wir da alle haben. Jetzt haben wir da noch Kohle bekommen. Aber die benutzen wir jetzt gerade mal nicht. So, jetzt haben wir schon ziemlich viele eingenommen. Ich würde mal sagen, Tunnels sollten wir immer mitnehmen. Tunnels. Tunnels. Leeres Fraktionsgebäude. Was heißt das? Auf jeden Fall kaufen wir noch diesen Tunnel, wenn es geht, direkt noch. Ich? Ja, ab und zu trinke ich mal ein bisschen Wein. Ladidum, 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 dum. Dum. Ladidum, dum, dum, dum. Alter, ihr könnt mich jetzt mal. Ist übrigens Nacht. Habt ihr mitbekommen? Oh, ich werde verfickt gesucht. Schwert gesucht, schnell zum Herold. Oh je, ich habe fast kein Geld für den Herold. Komm hier. Schieb dir ein bisschen Geld. Hier kannst du haben. Hier nimm. So, du kennst mich nicht mehr jetzt. Fast nicht mehr auf jeden Fall. Ja, ein bisschen rot ist es jetzt noch, aber ich denke mal, ist jetzt nur halb so schlimm. Sind wir schon mal nicht mehr so richtig gesucht. So, dann ziehen wir das jetzt noch ab. So, jetzt müsste man wieder safe sein. Jetzt gehen wir hier hoch. Ah, da haben wir doch gestartet, oder? Doch, ich glaube, so viel ich weiß, haben wir hier gestartet. Geh mal weg da. So, hier müsste ein Tunnel sein. Tunnel? Da. Geh weg. Den können wir kaufen. 615. Haben wir das? Ah, oh, uns fehlt Geld. Scheiße. Egal, das kriegen wir gleich, wenn wir den hier umnatzen. Oder wir was verkaufen, mal gucken. Was ist mit dem eigentlich? Ah, okay, Architekt. So, da oben ist dieser kleine Arsch. Mal gucken, ob ich den ins Visier bekomme. Alles klar, beide ziehen eine versteckte Klinge. Ah, okay. Oh, das ist doch nice. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. Oh, Bank. Voraus, hört her. Trinkt nicht das Wasser des Devere südlich des Campo Marzio.
Okay, wir trinken eh kein Wasser da draus. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Weil Schnellreisen erleichtert uns echt sehr das Reisen, ne? Man ist ja auch Schnellreisen. Als dann 2086, alles klar. Perfekt. Wie viel haben wir denn noch hier? 4, 3, okay. Ja, geh mal weg. Die alte Schachtel, euch helfe ich nicht. Okidoki, dann würde ich sagen, wir reisen mal zu dem Ziel dann. Oder machen wir hier noch so ein Auftragsattentat? Ich denke, wir brauchen ein bisschen Kohle, dann machen wir da mal was. Wir werden das jetzt nicht andauernd machen, aber jetzt mal so 2, 3 Auftragsattentate machen, ist, denke ich mal, nicht so schlecht, dass wir ein bisschen Kohle in unsere Tasche bekommen. So, Vögelchen, gib uns mal hier ein Auftragsattentat. Die Bauern haben es schwer genug, in Kriegszeiten zu überleben. Aber die Römer müssen auch noch den Borcher dienen und ihnen hohe Abgaben entrichten. Setz diese Unrecht... Aua, was war das jetzt? Setz ihnen Unrecht ein Ende. Alles klar, Nicole. Okay, das ist direkt da. Okay. Muss ich die jetzt umlegen oder was? Ja, und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Die umlegen oder was? Und runter mit dir. Und runter mit dir. Früher oder später hängst du in einer Sackgasse. Komm und weg mit dir. Nice. Ich kann den auch wegnatzen. So. Aber ich würde sagen, tun wir sie mal looten, damit wir wieder ein bisschen mehr Munition bekommen. Oder auch nicht, würde ich sagen. Immer noch nicht. Tötet ihn, stoppt ihn, Ragazzi! 300, das rentiert sich ja mal gar nicht. Wir hätten so einen Scheiß erfunden. Da. Okay, also für 300, sorry, aber dann mache ich lieber die Hauptmission weiter. Wir waren hier oben, ne? Wo ist mein Pferd? Wie hole ich mein Pferd nochmal? Da. Hey, nur einmal. Der rennt doch immer irgendwo hin, ey. So, wir gehen jetzt kurz hier hoch zum Tunnel. Und reisen mal da zu unserer Hauptquest. Wir haben in dieser Stadt jede nur denkbare... Er bietet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine wärmsten und herzlichsten Willkommensgrüße. Sehr gut. Das war jetzt echt nicht viel Geld. Da war ja auch nicht viel Arbeit. Okay, direkt zum Versteck. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen die Hauptquest weiter und das andere können wir so nach und nach mal hier und da was mitnehmen. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren.
Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Ja, Tugend. Wenn er es sagt. Was dann habt ist ihr erfahren? Tugend. Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Jo, töten können wir, ne? Also das ist ja normal, würde ich sagen. Okay, Checkpoint erreicht. Alles klar. Ser Ezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Geldwechsler, damit meint er wahrscheinlich die Banken, oder? Kollektive Intelligenz, alles klar. Was passiert denn jetzt? Sequenz 3 ist auch beendet. Erfolg, Renovierungsarbeiten, okay. Höhle der Diebe, Sequenz 4.